Sie hier seht, ist ein typisches Problem, das man in der Physik oft vorfindet. Man versucht die Dichte einer unbekannten Flüssigkeit, hier grau dargestellt, zu finden. Und um dies zu tun, nimmt man so ein sogenanntes U-Rohr oder einen Schlauch, füllt Wasser rein und dann die unbekannte Flüssigkeit. Und man sieht dann, dass das Wasserlevel und das Öllevel verschiedene Höhen erreicht. Und die Frage ist nun, wie kann ich jetzt hier einen Druck berechnen? Ein typisches anderes Problem sehen wir hier. Wir haben ein quecksilbergefülltes Rohr. Man schließt ein Gas an und versucht dann zu bestimmen, wie groß der Druck des Gases ist, indem man die Steighöhe des Quecksilbers bestimmt. Es gibt noch etliche weitere Probleme, die wir hier anschauen können. Höhlensysteme, die mit Wasser geflutet sind oder ähnliche Sachen. Es gibt ein einfaches Vorgehen, um solche Aufgaben zu lösen. Und das wichtigste Prinzip, das wir dann anwenden werden, ist folgendes. Wenn wir eine horizontale Linie durch eine verbundene Flüssigkeit zeichnen, wie ich hier dargestellt habe, dann ist der Druck in der Flüssigkeit an jedem Punkt der gleiche. Das bedeutet, hier ist der Druck gleich groß wie hier. Dies gilt nur, wenn wir uns in der gleichen Flüssigkeit befinden. Hier oben gilt das nicht mehr, weil wir nicht mehr in der gleichen verbundenen Flüssigkeit sind. Also erster Schritt ist, wir machen eine Skizze, wie hier dargestellt. Und dann bestimmt man, ob wir offene Gefäße haben, wo der Luftdruck drauf drückt, oder ob wir geschlossene Gefäße haben, wo wir einen Gasdruck haben. Und was wir hier erkennen können, ist sicherlich, es ist offen. Also habe ich auf beiden Seiten den gleichen Druck. Ich nenne den P0. Und das ist natürlich der Atmosphärendruck, der hier auf beide Flüssigkeiten drückt. Und jetzt sind wir schon bei diesem wichtigen Schritt. Zeichnet horizontale Linien. Und zwar in der gleichen verbundenen Flüssigkeit. Bedeutet hier in Wasser. Ich gehe jeweils immer von unten her bis zur ersten Flüssigkeit, bis zum ersten Flüssigkeitsübergang, also bis zu dieser Fläche hin. Und dann male ich hier meine horizontale Linie hin. Und was ich jetzt sagen kann, ist, der Druck hier, P1, muss gleich sein wie der Druck hier, P2. Jetzt sind wir schon beim letzten Schritt. Stellt euch auf diese Punkte und schaut hinauf, wer hier drauf drückt. Und schreibt es auf. Bei P1. Wir schauen hinauf, was unten liegt. Ist uns egal, weil wir eine verbundene Flüssigkeit haben und diese Kräfte sind im hydrostatischen Gleichgewicht. Wir sehen, dass P0 drauf drückt, also die Atmosphäre, plus der Schweredruck dieser Flüssigkeitssäule. Ich nenne jetzt diese Flüssigkeitssäule die Höhe H1, also gilt G mal die Dichte der Flüssigkeit, hier Wasser, mal H1. Auf der anderen Seite haben wir P2. Wir schauen dort auch wieder nach oben und sehen, aha, auch hier drückt P0 drauf, plus G mal die Dichte der unbekannten Flüssigkeit mal, ich nenne diese Höhe jetzt H2, mal der Schweredruck dieser unbekannten Flüssigkeit. Wir wissen, P1 muss gleich P2 sein, also können wir das relativ einfach berechnen. Also P1 ist gleich P2, also bedeutet es P0 plus G mal die Dichte von Wasser mal H1 muss gleich groß sein wie der Druck auf der anderen Seite. So, die Aufgabe ist im Grunde jetzt physikalisch gelöst. Man muss jetzt einfach noch ein bisschen auflösen. Man sieht, wenn beide Gefäße offen sind auf beiden Seiten, lässt sich P0 hier wegstreichen bzw. wegzählen auf beiden Seiten.
Wenn P0 weg ist, sehen wir auch, es kommt nicht auf die Fallbeschleunigung an. Und wir können die Gleichung jetzt auf die Dichte der unbekannten Flüssigkeit auflösen. Müssen natürlich noch H1 und H2 messen. An diesem Beispiel können wir wirklich exakt gleich vorgehen. Das heißt, wir überlegen uns zuerst, was für Drücke wirken auf die Oberflächen der Flüssigkeiten. Und wir sehen hier auf dieser Seite ist es P-Gas. Das heißt, hier drückt Gas drauf und auf dieser Seite drückt das Vakuum drauf. Ich weiß, Vakuum hat keinen Druck, das ist also 0 Pascal. Das ist der dritte Schritt schon. Ich gehe jetzt von unten hier zum ersten Flüssigkeitsübergang, zur ersten Flüssigkeitsoberfläche, das wäre hier, horizontale Linie drauf. Das heißt, der Druck hier, P1, ist gleich wie der Druck P2. P1 gleich P2. Ich gehe zu P1, schaue nach oben, keine Flüssigkeit, Tirili, also ich habe hier das Gas. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite gucke ich hinauf und sehe, zuerst einmal der Druck des Vakuums. Ich schreibe es jetzt auf, weil es könnte ja theoretisch auch ein anderer Druck sein, eines eingeschlossenen Gases beispielsweise, plus der Druck, der Schweredruck dieser Flüssigkeitssäule. Ich nenne das H2 wiederum. Also G mal die Dichte, ich habe gesagt, das ist Quecksilber, also Hg, mal H2. Wenn es Vakuum ist, fällt das weg, also 0 Pascal. Und man kann jetzt den Gasdruck einfach berechnen, indem man einfach diese Quecksilbersäule hier noch bestimmt. Wie ich schon gesagt habe, das geht für jedes Problem, bei welchem wir verbundene Flüssigkeit haben. Auch wenn wir 5 verschiedene Rohre haben, die verschiedene Flüssigkeiten haben, geht von unten her jeweils mit einer waagrechten Linie, sucht den ersten Übergang einer Flüssigkeit zur anderen und dann macht dort die Punkte hin, wo ihr den Druck bestimmen wollt, schaut nach oben, wer drauf drückt und setzt es gleich.